Und guten Tag wünsche ich Leute und willkommen zur nächsten Folge Minecraft Castle Rush. Wir hatten in der letzten Folge einfach nichts geschafft in Revis Folge. Wir haben einfach nur 8 Minuten Lachfleisch gehabt. Das solltet ihr nicht verpassen. Schaut bei Revi vorbei und... Ihr erinnert euch vielleicht an diese Stelle, da haben wir bei der vorletzten Folge aufgehört und auch bei der letzten halt. Wir kommen nicht weiter. Wir haben jetzt 2 Folgen an dieser Stelle verschwendet, aber... Wir haben einfach nur eine Folge gelacht. Wir haben eine Folge gelacht, ich habe jetzt direkt im Anschluss aufgenommen, deswegen kam am Anfang noch ein bisschen lachi. Ich habe so Kopfschmerzen und Bauchschmerzen, aber ich habe richtiges Sixpack bekommen gerade. Ich auch, ich bin richtig muskulös geworden. Alter, ich habe so geschwitzt und ich habe mich ein bisschen eingesickt. Zitat, ich bin komplett nass geschwitzt und nass gepisst. Jetzt ist Schluss. Ja, Leute wollen nicht, dass wir lachen. Das haben die nämlich in die Kommentare geschrieben. Hört auf zu lachen. Wir haben auch gegen Regel verstoßen. Man darf keinen Spaß haben bei dieser Map. Ja, sorry. Aber lachen, das war lachen, weil wir... Du Stück Kacke. Mann, ich schaffe diesen Sprung nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Leute. Boah, ich bin so nass geschwitzt, aber wenigstens in meinem geilen Merch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Revi, ich schaff's mittlerweile immer richtig häufig, diesen Sprung. Boah, Junge, diese Map ist echt der Endgegner. Glaub, danke. Du hättest es eh nicht geschafft. Du bist nämlich falsch gesprungen. Ich denke, dass es keine Map gibt, die so schwer sein kann wie diese. Jetzt werden jetzt Leute noch schwerer machen, weil die Map sehen. Das solltet ihr aber nicht tun, Leute. Macht was, wo wir Spaß haben, so wie die letzte Map. Die letzte Map war scheiße! Die vorletzte. Ja, die vorletzte war gut. Die letzte Map von Nele. Tempel des Wahnsinns, Alter. Ja, Tempel des Wahnsinns war nice. Das ist einfach nur Fick Horror 2000. Ja. Ach Leute, was sollen wir machen? Oh, Junge. Ich bin ein bisschen überbelichtet. Das liegt daran, dass schon wieder dunkel wird draußen. Bisschen unterbelichtet, hey. Bäh, ich hab gekotzt, dabei kam mir ein bisschen Kotze hoch. Also ich hab gerülpst, da kam mir ein bisschen Kotze hoch. Bäh, ich hab gekotzt. Das ist nicht real. Oh, bist du real? Das ist Netto. Oder Penny, aber nicht real. Ach. Hast du gesehen, wie ich das jetzt mache? Nee. Ich mache mir immer so einen Trigger, Jump Boost gebe ich mir und dann bounce ich immer mit dem Kopf dagegen. Und dann komme ich irgendwie da hoch. Also mittlerweile hast du es auf jeden Fall drauf, ist gut. Ja, aber jetzt habe ich den Sprung nicht mehr. Ja, ich habe gar nichts. Ich werde in der nächsten Folge auf jeden Fall nicht mehr so überbelichtet sein. Da werde ich drauf achten. Safe Call? Ah, Safe Call, Alter. Safe Morg. Rewe, ich habe schon öfter diesen Sprung als ich mittlerweile. Das ist richtig krasse Übung, diese Map. Alter, aber da oben der Sprung, der ist einfach ein Fucker. Ich muss halt wirklich sagen, das ist echt unmenschlich. Also, es ist ehrlich. Ja, so heißt die Map ja auch. Die heißt ja Unmenschlichkeit, bla. Ach komm, ich hab die einfach gerade nicht, weil ich so unkonzentriert bin. Ich dreh mal kurz die Softbox ein bisschen um. Vielleicht ist ja nicht mehr ganz so überbeleuchtet. Ich glaube, so ist besser. Oder? Vielleicht das noch ein bisschen drehen? Bin ich jetzt ein bisschen zu dunkel oder? Nee, warte mal, vielleicht das ein bisschen so nach so drehen. Bin ich jetzt zu dunkel oder geht's jetzt so? Ich glaube, es geht so. Ich glaube, es ist gut so. Besser als so überbelichtet zu sein, ja. Das mit den Suizidbüchern ist eigentlich eine ganz gute Idee für unser Ding, oder? Für unsere Castles, wenn wir mal wieder welche bauen. Glaubst du? Ey, wieso macht der da noch einen Jump? Ja, glaube ich schon, weil da kann man nämlich auch Betten setzen. Oder wir machen halt einfach einen Comment Block als Setpoint, als Checkpoint. Mhm. Ach, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Es ist auch die spaßige Seite des Lebens ist auch vorbei jetzt. Als ob, Junge. Ey, ich krieg also so langsam. Ich geb ja selten auf, ne, Simon? Nee, du gibst immer auf. Du solltest aber jetzt einmal nicht aufgeben. Einmal nicht. Aber ich glaube, das ist die falsche Map zum Nicht-Aufgeben. Hey, einer von uns muss es jetzt schaffen, Alter, zur nächsten Stage. Ja, ich hab den Sprung geschafft! Aber jetzt kommt der Sprung, den ich noch schwerer finde. Ja, genau, den habe ich nämlich eben auch schon geschafft. Also nicht den dahinter, der ist nämlich richtig, wo man da um die Ecke muss. Ja. Hä, muss nicht um die Ecke, nee. Muss auf den da rauf, glaube ich. Aber ich versuche das jetzt nochmal. Ich glaube, man muss auf einer Linie so springen und dann rüber.
Nee. Nicht geschafft. Kann mich mal jemand zwangskastrieren oder so? Ich schaff das jetzt schon öfter. Die Sache ist, diesen Sprung werde ich nicht schaffen. Den Sprung werde ich nicht schaffen. Wie viele Sprünge sind das denn? Muss man um die Ecke springen? Ist besser um die Ecke springen? Nee. Oder, ja, von, ich bin ein bisschen höher als der. Nee, ich bin genau auf der gleichen Höhe. Das ist ein Vierersprung. Ich schaff jetzt diesen Sprung nicht, Simon, den du gerade geschafft hast. Der ist super schwer. Der ist super schwer. Echt? Der danach ist super schwer. Also, das, was davor war, ist alles noch dagegen Kinderkram. Halt den Mund, ehrlich jetzt? Ja. Guck mal, ich schaff das alles jetzt mittlerweile richtig schnell da durchzukommen. Aber die Übung davon ist richtig stark. Hier ist der unmögliche Punkt. Hier ist der. Warte, stopp! Du darfst nicht hochkommen. Du hättest den anderen Sprung mitnehmen müssen. Ach mein Gott, als ob. Du musst quasi von dem Sprung dann durchrennen. Als ob, Junge. Das hier, dann ey, kommt was erwartet dieser Mensch von uns? Ey, ich will einfach nur das schaffen. Irgendwie sieht das auch so aus, wie es immer unmöglicher hier. Junge, weißt du, was du machen kannst, Alter? Wenn ich irgendwann mal eine Firma hab, ne? Und Leute suche, die wirklich engagiert sind, diesen Job unbedingt haben wollen, dann gebe ich denen diese Map. Leute, die überhaupt keine Ahnung von Minecraft haben, sage ich, spiel diese Map durch. Und der das schafft, Junge, der kriegt von mir den Job. Weil da weiß ich nämlich, dass der mich wirklich bemüht. Oder er ist halt ein 10-Jähriger, der Minecraft spielt. Hast du so nur so 10-Jährige in deiner Firma? Ey, Arschkacke. Ich glaube, der Trick ist, dass man wirklich durchlaufen muss, Simon. Ja, aber wie denn? Okay, wir haben jetzt oft genug bewiesen, dass wir es bis hierhin schaffen. Wir haben es jetzt oft genug bewiesen. Komm mal her. So, jetzt musst du von... Ja, na, egal. Da, komm, halt. TP. So, bleib mal kurz hier stehen. Mhm. Ich probiere jetzt ein paar Mal den Sprung, ob der überhaupt von hier aus möglich ist, okay? Okay. Und bleibst da kurz da stehen als Safe Point quasi. Spring gegen die Wand musst du springen. Gegen die Wand? Gegen die Wand, den Block hier oben anvisieren und dann musst du, rutschst du runter an der Wand, glaube ich. Gegen die Wand da? Okay. Würde so, wow, oh, fuck. Oh, komm her. Ich bin mich nochmal bitte. Okay. Ja, scheiße. Warte, ich geh nochmal hoch, ja? Oh nein, kein Game Mode! Nee, wenn du jetzt runtergefallen bist, bist du nochmal neu. Wir machen kein Game Mode, das ist eine Regel. Dann müssen wir es nochmal neu. Ich hab dir gesagt, bleib da stehen als Checkpoint, aber wenn du es nicht machst, dann dauert es halt länger. Ach Mann, Revi. Es muss wenigstens einer da wirklich hinkommen. Game Mode lassen wir weg komplett. Okay, ich bin wieder da. Warte. Befehl mich. Warte, nee, ich bin noch nicht ganz da, warte. Ah, hab's nicht geschafft, leider. Ach komm. Ach Mann. Warum musstest du denn runterfallen? Das kostet dir so viel Zeit jetzt. Ach, das macht doch keinen Spaß. Mann, wir sind mega im Vorproduzierstress und jetzt müssen wir hier eine halbe Stunde wieder an dem gleichen Ding hängen, weil der Points 8 Jahre voneinander entfernt baut. Was bist du für einer? Alter, ich will deine Mutter kennenlernen. Ich will ihr sagen, was du für ein Scheißkind bist. Ich sag so, hallo Frau Pinkschelle, ihr Sohn ist ein richtiges Arsch. Boah, Junge. Auch als ob. Also das TPen ist das höchste der Gefühle, wirklich. Und wieder runtergefallen. Nice. Oh, man kann nicht schaffen. Man muss wirklich im allerletzten Moment abspringen. Ich würde mal gerne wissen, wie oft. Ja, das Problem ist, dass ich jetzt nicht. Warte, ich komme nochmal zu dir. Ich will mal wissen, also ich muss mal kurz wissen, wie lange du brauchen würdest, bis du es schaffst. Jetzt musst du probieren. Du kannst immer wieder zu mir teleportieren. Dann TP ich wieder zu mir. Kannst immer wieder jetzt versuchen. Okay, TP ich mal zu mir. Nicht da hinten runterfallen. Also bist du denn. Hast du. Ja, du stehst halt so am Rand, du Idiot. Nein, du krabbelst immer nach hinten und dann fällst du das runter. Okay, TP zu mir. Stell dir mal vor, wie oft du jetzt noch das Jump'n'Run gemacht hättest. Mach so lange, bis du es schaffst. Und dann stell dir mal vor, wie oft du dieses andere Jump'n'Run noch gemacht hättest. Ja. Spiel mal weiter. Ja. Ey, das ist doch nicht normal. Ist krass, oder? Wo springt man denn da ab? Ja, am allerletzten Moment, wirklich. Das ist der allerletzte Moment. Nee, du hast ja gesehen bei mir. Ich hab's irgendwie geschafft. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie. Ja, aber
Komm, probier weiter. Boah, Junge. Das kriegen wir alleine gar nicht hin. Das kriegen wir alleine gar nicht hin. Ey, ist das eine Scheiße, Mann! Ich hasse dich, du Arschloch! Das hätten wir nicht geschafft. Also, das mit den TPs finde ich doch mega human. Game Mode lassen wir komplett weg, aber das mit den TPs finde ich an manchen Stellen, zum Beispiel hier, damit man wenigstens mal üben kann, was man machen muss, mega human, weil ich hätte nicht mal gewusst, ob der Sprung überhaupt möglich ist eben. Der sieht so richtig assi aus. Der sieht eigentlich einfach aus, das ist das Ding. Ja, aber ist so assi. Ja! Ja. Nice, okay. Komm zurück. Das könnte auch funktionieren. Nee, guck mal hier, wegen dem Block da oben drauf nicht. Hä, glaubst du? Glaube ich schon, ja. Okay, warte, dann warte kurz. Lass mich bitte vor. Mach du es einfach zu Ende, Simon. Ja. Bring es einfach. Ich hab es. Ah, fuck it. Fuck it. Dann musst du, glaube ich, durchsprinten. Ich versuche mal, die Abkürzung zu nehmen. Es geht nicht. Bin ich mir sicher. Und bin drauf. Die Abkürzung war. Ja, die Abkürzung war easy as fuck. Gut, dann komme ich zu dir. Nee, spring. Ja, genau. Versuch das zu schaffen. Ja, nice! Oh, nice. Oh mein fucking Junge. Gott! Mach mal bitte Time. Ich habe mir als Kind schon oft den Kopf gestoßen. Ja, danke dafür. Stehst du auf, aus dem Bett raus, weil das andere geht wieder nicht, Simon? Ja, ich stehe auf. Oh, Leute. Ja, oh, nice. Leute, Mann. Alter, es wird immer schlimmer. Es wird immer, immer schlimmer. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, der Weg bis zum Checkpoint war minimal zu krass, denn... Dieser eine Sprung, diese Vierersprünge ganz am Ende, das war unmenschlich einfach. Das war echt unmenschlich. Und ich bin wirklich nass gesweatet. Nass gesweatet bin ich. Junge, das ist echt ein bisschen krank gewesen, Leute. Warte, klappt mein Checkpoint jetzt? Warte. Okay, klappt alles. Super. Gut, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir werden es durchziehen. Ich hoffe, ihr seid mit am Start. Falls ja, lasst nämlich noch oben da. Würde mich riesig freuen. Bis zur nächsten Folge, morgen um 18 Uhr bei Revi. Und haut rein. Ciao, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.